Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele mit euch Valheim. Dalo Riot ist auch dabei. Hallo Dalo. Hallo Leute. Also die Situation, die wir jetzt hier haben, ist, wir sind weiter dabei, Rohstoffe zu sammeln und wollen uns auf den ersten Bossfight vorbereiten, um mit den Rohstoffen nochmal ein bisschen unser Equipment zu leveln. Konntest du dann eigentlich mittlerweile schon ein bisschen was leveln bei dir? Ich habe da noch nicht weiter drauf geachtet, weil ich die ganze Zeit am Arbeiten bin. Okay. Ich mache hier die ganze Zeit. Guck mal hier gerade in mein Inventar. Also bei mir ist die Steinaxt auf 3, der Hammer auf 3, Holzschild auf 3, Feuersteinaxt, da hat man nicht genug Steine, ist auf 2, aber Bogen ist auch auf 3. Also so okay. Was nach wie vor ein bisschen fehlt, ist bei der Rüstung. Mal gucken, Rüstung. Ist bei mir alles auf 1. Hast du den Lederbrustpanzer? Ist der bei dir schon höher? Nee. Also ich habe noch, wie gesagt, kaum weit. Ich habe ein bisschen mit einer Axt, habe ich ein bisschen gelevelt. Das ist aber auch alles. Okay. Ja, wie viel Feuersteine haben wir denn? 5? Ja, das ist ja nicht besonders. Nicht so berauschend, oder? Nee. Komm mal wieder zurück. Wie gesagt, die Feuerpfeile hatte ich dir in die Kiste getan. Die habe ich mir auch schon dankend rausgenommen. Okay. Nämlich gerade an diesem, in der Nähe von diesem Steinkreis, wo wir den Hirschgott dann herausfordern. Können wir machen doch schon schnell. Ja, genau. Na, wir können ja mal zu so einer Skeletthöhle gehen, um da unseren Bedarf zu decken, oder? Das ist Quatsch. Naja, die müssen wir ja von der Sache her erstmal finden überhaupt. Okay. So. So, hier ist wieder ein Schwein. Kann ich anpirschen. Also man muss schon ordentlich rüberhalten. Ja, aber das ändert sich, wenn du den größeren Bogen hast. Aha, okay. Bei dem besseren, ne? Da kannst du dann ein bisschen direkter rangehen. So, hier war doch noch ein Schweinchen. Wo ist es denn? Ah, steht genau vor mir. Mein Fehler. Dreh nicht, dreh nicht. Aber jetzt liegt's. Lederreste 5, okay. Auf die Map schauen. Achso, der Hirschgott hat ja noch seinen eigenen, das ist nicht dieser normale Steinkreis, sondern da müssen wir zu diesem
Wie heißt Mit der? diesem Altar, ne? Eiktier. Eigentlich, irgendwie Eiktier. so. Alles klar. Boah, das ist eine Riesenwelt, ja? Wenn man da mal so rausscrollt. Ja, Holy ja. shit. Ich hatte mir übrigens ein Spiel gekauft, musste ich allerdings zurückgeben, Okay. weil es mich dann, also die Idee fand ich cool, aber die Umsetzung war schwach, beziehungsweise entweder bin ich mit dem Spiel nicht klargekommen. The Isle heißt es und Okay. ist ein Dinosaurierspiel und du spielst den Dinosaurier. Ach, okay. Und zwar ist es ein Survival-Game in dem Sinne, dass du kannst deine Spezies auswählen. Ich habe mich für so einen Utahraptor entschieden. Also im Wesentlichen kannst du unterscheiden zwischen Fleischfressern und Pflanzenfressern. Pflanzenfresser, Musst dann dich um verschiedene Grundbedürfnisse kümmern, beispielsweise Wasser brauchst du brauchst Nahrung natürlich, musst dann jagen, du musst in gewissen Abständen ruhen und kannst so ein bisschen die Spuren lesen. Also, ich hatte mir ein Let's Play angeschaut, alles toll, fand ich wirklich spannend, auch die Grafik war hübsch, aber ich habe es dann 2 Stunden in dem Spiel ausgehalten. Zum einen gibt es eine Art, so ein Velociraptor. Wenn du den jagst, verschwindet der einfach. Also du jagst den, du beißt den tot und der liegt dann da und du kannst ihn nicht fressen, weil entweder die Spezies zum Fressen noch nicht freigeschaltet wurde, wie auch immer. Und grundsätzlich war es halt so, ich bin, glaube ich, 3 oder 4 Mal gestorben, weil, da muss ein Bug sein, ich kann es mir nicht anders erklären. Die Dinos, die ich da gejagt hatte, also im Wesentlichen ist es ein Ausdauermanagement. Also du musst halt genau wissen, wie viel Ausdauer kannst du für so eine Jagd aufwenden. Und tja, dann fielen die um, lagen eine halbe Sekunde am Boden und verschwanden dann. Und wenn du dir so eine Mühe gibst und dir wird dann der Lohn für deine Arbeit wird dir vorenthalten, indem deine Beute einfach vor deinen Augen verschwindet, dann Kannst nicht mal einen macht's Screenshot machen. nee, dann macht's auch echt keinen Fun, wenn du dann stirbst, einfach weil dir die Beute einfach immer verschwindet. Jetzt weiß ich nicht, ob das ein Problem war mit dem Spiel, was ich hatte, aber ich habe es dann zurückgegeben. Die Idee fand ich eigentlich schön. Warte noch Early Access? Kommt da noch was? War der Vollpreis Bin schon nicht fertig? sicher, bin ich ganz. Also, naja, ich glaube, so 16 € oder so kostet das Ding. War jetzt also Ja, nicht super teuer. wenn es schön gemacht ist, wenn es ein schönes Absolut. Spiel ist, ist es auch nicht rechtfertigt, ne? Also. Absolut. Aber. Also, ich bin ja tolerant, wenn es jetzt nur um irgendeinen kleinen Glitch geht. Wenn es jetzt wirklich irgendwie eine Geschichte ist, die einen jetzt nicht so betrifft, aber wenn deine Beute, also sozusagen der Kernelement des Spiels, einfach verschwindet, also da habe ich nicht viel Verständnis für. Und Der deswegen wie heißt, Nutzenbrillen bezahlen und nicht bumsen, also da habe ich dann wirklich keinen Bock drauf, denn ne? es war tatsächlich so, bin mit der letzten Lebensenergie, die ich hatte, hat da so ein Dino hinterher gesprintet, hab den zur Strecke gebracht und er verschwand direkt vor meinen Augen, ohne dass ich ihn fressen Super. konnte. Und ja, da war dann die Sache, okay, nee. Aber das wäre ein Spiel, was dir vor einer Geschichte bestimmt gefallen hätte. Nämlich, du beklagst dich ja manchmal, dass die Nächte nicht dunkel genug sind.
Also die Nacht Okay. dort ist wirklich stockfinster. Du hast so eine Art Nachtsichtmodus, wo du dann nur in so einer Art Grauschleier die Welt um dich herum siehst. Auch gut gemacht. Und ohne diesen Nachtsichtmodus würde man, also könntest du dich überhaupt nicht bewegen. Schon okay, also auch viele Ansätze, die ich da in dem Spiel gesehen habe. Auch die Landschaftsgestaltung war cool, also eigentlich eine schöne Runde. Aber also diese Story, dass dann so ein Bug da auftaucht, überhaupt ungünstig. Stell dir vor, du hast ein Spiel, wo eine bestimmte Beute auftaucht, die du auch jagen kannst, und dann kannst du sie nicht nutzen. Also das ist doch super frustrierend. Ich frage mich, warum die auf die Idee gekommen sind überhaupt. Naja, ist die Frage, ist das ein Bug oder ein Feature, ne? Also, da würde ich eventuell mal in den Steam-Foren, in den Diskussionsforen einfach mal nachschauen, ob das da von anderen noch angeprangert wird. Vielleicht ist das ja wirklich ein Bug. Also, das ist kein Bug, sondern es ist bekannt, dass du diese Velociraptoren nicht essen kannst. Und das Ding ist halt, du erkennst die Dinos an ihren Rufen. So, wenn du aber natürlich neu in dem Spiel bist, kannst du von diesen verschiedenen Spezies nicht die Rufe alle unterscheiden. Deshalb rennt man dann halt auch irgendeinem Dino hinterher, der sich dann sozusagen als Mogelpackung rausstellt, und das ist schon frustrierend. Also finde, also wirklich nicht gut gemacht. Naja, dann gegebenenfalls beobachten, Ja, vielleicht, bis genau. ich im halben, dreiviertel Jahr oder irgendwann es da Änderungen gab, Ja. vielleicht mal wieder ein Let's Play anklicken und dann kann man ja nochmal zuschlagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, insofern finde ich diese Rückgabefunktion bei Steam schon recht komfortabel. Jo. Selten genutzt, Ja, ich aber mach's wenn, auch dann ist selten. es mal ganz gut. Ja. Man wird ja auch von manch einem ausgehebelt, ne, oder ausgenutzt, diese Kulanz. Ja, wobei, so richtig kann ich's. Also du zahlst ja, in jedem Fall machst du Verlust dabei. Also um jetzt wirklich, also wenn man nicht an dem Spiel interessiert ist, sich ein Spiel für 60 € zu kaufen, du lässt ja dann doch, ich weiß nicht, jedes Mal ein paar Euro Steuern da. Du kriegst ja nicht 100% zurück. Soweit, wenn ich mich richtig erinnere, musst du immer ein Stück noch da lassen. Also ich glaube, ich habe es zweimal gemacht, zweimal was umgetauscht und ich habe immer 100% wieder bekommen, mit der Meinung. Kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht habe ich es falsch beobachtet, mir kam es aber so vor. Ich schau noch mal rauf. Aber ich glaube, die ziehen ja immer einen kleinen Satz ab. Denn es ist ja so, der Staat, der. Hier ist übrigens eine Lücke in unserer Palisade. Ach so, das ist, wo der Stein ist, hm? Genau. Okay. Da besser mal nach, wenn wir die Pickaxes haben. Ist übrigens wieder Schlafenszeit. Du bist noch Ja, ich on the bin road. unterwegs, ja, und jetzt ich treffe ich gerade ein Skelett. Ja, bring die Knochen bitte mit. Jo, mach ich. Aber ich bin noch im Grasland. Wo kommt denn der Kollege hierher? Hier ist doch ja nichts Dunkelwaldiges. Ach, du hast schon in unseren ersten Steg hier gebaut, ja? Ich dachte mir, wenn wir dann irgendwann maritim werden. Mhm, sehr gut. Also ich mache hier einen mächtigen Ausflug für diese bekloppten Feuersteine.
hier eine Nebenmission hier. Also ich habe insgesamt nur 5 bekommen. Ich bin jetzt beim 12. Sehr gut. Ich werde mich wohl auf die Rückkehr machen. Ja. Jetzt schon mal ein bisschen Fleisch hier braten. So, hier war nix. Harz, Stein, Kohle, Fleischstein. Wenn so ein bisschen dunkel ist, siehst du ja auch, was Pilze angeht, auch überhaupt nicht mehr. Nee. Ja, sowieso schon pilzblind. Pilzblind und bärenfaul, könnte man sagen. So, den halben Rückweg, bin ich der Meinung, habe ich schon wieder geschafft. Vielleicht zur Dämmerung zu Hause. Okay. Meine weiten Reisen ins gefährliche Hinterland. Keine kochbaren Gegenstände mehr. So, hier noch so ein Hirschhaus. Jetzt mal gucken, ob du so ein Fell auf den Boden legen kannst. Mach ich gleich mal. Ich sag, mit dem Hammer kannst du das und Einrichtungsgegenstände irgendwo. Schau mal, Herstellung, Bauen, Möbel. Läufer, 4x Hirschfell, ja, das haben wir auf jeden Fall. Und so. Hier. Legen wir vor die Tür, ja? Nee, zwischen die Betten auf dem Boden. Ach, das muss so sein, ja? Ja. Naja, da haben wir. Oder einfach in der Nähe im Raum irgendwie. Ah, da passt es aber nicht hin. Verstehe auch nicht, warum du die Betten diagonal in das Dings gebaut hast. Einfach, weil es schön aussieht. Aha. Nee, also wir haben hier keinen Platz für dieses Hirschfell, außer einer Werkbank. Ist auch wirklich also riesengroß, das Ding. Ja. Nur ganze Tiere werden verarbeitet. Hat er den jetzt gebaut? Ja, hat den gebaut. Ist mit diesen Leisten, also da würde ich dich wirklich nochmal bitten, weil jetzt ist der so halb unter den Leisten, also die so vorstehen, das nochmal zu korrigieren, weißt du, diese Schwellen, die ich meine. Denn man sieht, jetzt ist der so halb da drunter. Maiko am Hellen, ja. Du siehst gar nichts. Ja, ja, genau. Du kannst um diese Zeit nicht schlafen, weil wieder morgens ist. Ja, haben wir wieder eine Nachtschicht eingelegt. So, jetzt kann ich jetzt die Axt machen. Feuersteinachs. Nee, mir fehlen 4 Leder, mir fehlt 1 Leder. 1 Leder fehlt mir. Also müsste alle da sein. Ein Lederchen für mich. Bestimmt. Hast du? Ja, ja. So, meine Feuersteinachs ist jetzt auf 3.
Meine Steinaxt ist auf 3, mein Hammer ist auf 3, meine Hacke ist auf 3, Werkzeug ist alle mehr oder weniger gut. Bogen könnte ich noch. Bogen. Für Bogen brauche ich 4 kleine Lederreste und einen Hirschfell. Haben wir das mal eigentlich noch? Ja, das sieht sehr gut aus. So. Bogen. Und hast du auch Knochen mitgebracht von dem Skelett? Ja, aber es ein. Du gibst ja mal bloß ein, wenn du den umhaust. Ja, wir bräuchten mehr. Ich leg das doch gleich drin. Ja. Ja, ja, das wird sich automatisch auch irgendwann geben. Aber mehr durch die Landschaft ziehen. Weil wir öfter schon mal ein Skelett oder eine Grabstätte, Grabkammern oder sonstige finden. So, dann werde ich meine Klamotten, soweit es geht, auch upgraden, oder? Oder gehen wir gleich auf Hirsch? Wie hast denn du das gehalten? Kannst du? Ich habe das zerlumpte Zeug, habe ich. Guck mal. Lederbrustpanzer. Das könnte man mit Hirschzeug machen. Also das bräuchte ich insgesamt 12. 12 mal Hirsch. Nur um einmal Hemd und Hose zu haben. Bist du schon auf Hirsch? Ja, ja, aber ich habe alles eins. Oder, also Lederhosen meinst du, ja? Na, ich meine, das, was man machen kann, hier Leder, ja. Leder aus Hirsch. Genau, Lederhosen. Ich habe Lederhosen, ich habe einen Lederbrustpanzer und ich habe einen Lederhelm. Ich glaube, mehr Leder geht nicht, oder doch? Steht allerdings eins hinter. Steht nicht, es ist kein. Ja, weil's Level 1 ist. Genau, Level 1. Ja. Ja, ist doch in Ordnung. So. Weil für Level 2 wurden fehlt im Knochen. Genau. Aber ist ja kein Problem. So, dann kommt das zerlumpte Lumpe. Kommt in die Kiste. Ja, fehlt insgesamt ein Hirschfeder. Ein Hirschfell fehlt. Ein Hirschfell, ja? Ich hatte so viel. Ja. Achso, 12 hast du jetzt genommen, ja? Ja, für den Brustpanzer und die Hosen, genau. Aber hier sind doch noch 5 drin. Die hast du schon gezählt, ja? Ich habe gerade zurückgelegt gehabt. Achso. Gut. Ja, also von mir aus, lass uns zum Hirsch gehen. Nochmal kräftig ein. Bisschen was futtern. Deine Feuersteinaxt hast du aufgelevelt? Ja, die ist jetzt auf 3. Okay. So. Dann wollen wir die Essenssituation mal kontrollieren. Dann könnt ihr nämlich noch mal ein paar Pfeile machen. Ich würde 20 Feuerpfeile würde ich nehmen wollen. Alles klar. Feuerpfeile. Dankeschön. So, den restlichen Plunder wieder weg. Edelholz und Holz, okay. Aha. Was ist das hier? Grauzwergentrophäe.
auch nochmal ein Portal bauen werden. So. Wir hatten das. Ach, hier ist das Harz. So, wo ist denn dieser Eichtür? Eichtür ist in Richtung Westen. Südwesten. Mhm. Ja. Okay. Ja, dann machen wir das in der nächsten Folge, ne? Ach so. Ich dachte jetzt, mich gerade umgezogen. Ja, jetzt aber für die Zuschauer in der nächsten Folge. Okay, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne Daumen hoch und ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut. Bye bye. Bye bye, Leute. Wir sehen uns.